Ja, wer hätte das gedacht, ich tauche auch noch diese Woche auf. Und zwar habe ich auch noch zwei Musiktipps. Ja, unser Thema, falls also die, die es noch nicht wissen, unser Thema ist lesbische Musikerinnen. Ja, was ich noch sagen wollte, ich meine klar, also wenn jemand lesbisch ist oder so, muss das noch lange nicht heißen, dass die Musik gut ist. Aber zufälligerweise sind die eben jetzt hier gerade lesbisch und ja, die stellen wir jetzt einfach mal vor. Und ja, ich fand das schon sehr amüsant, die Tipps der anderen zu hören und zu sehen. Und ja, die Band von Jen, die sie auch vorgestellt hat, die kannte ich nicht. Aber dafür kannte ich alle, die Jana und Mine vorgestellt haben. Die sind ja auch schon etwas, gehören schon zum älteren Eisen, also zum Beispiel eben Gianna Nannini und Melissa Etheridge. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob Gianna Nannini lesbisch ist. Also bi ist sie wahrscheinlich schon. Die sieht auch aus. Also ja, wenn man jetzt den Klischees folgt, sieht auch eher lesbisch aus. Aber sie ist ja nun mal schwanger. Ich weiß gar nicht, wie war denn das? War das eine künstliche Befruchtung oder hat sie einen richtigen Papa dafür? Ich weiß es nicht. Spielt ja auch keine Rolle. Wir reden ja hier über die Musik und nicht über das Privatleben. Und ich habe auch was mitgebracht. Und zwar eine ganz tolle Frau aus Amerika, Washington. Die kommt aus einem Ort namens Ravenshurst, sowas. Hört sich an wie der Nachbarort von Sleepy Hollow, so wie so ein Horrorfilm, aber ja, die kommt daher. Ihr Name ist Brandy Carlile. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall diese Brandy, die ist mit 8 Jahren zum ersten Mal auf die Bühne, zusammen mit ihrer Mutter. Und ja, hat da auch mal was zum Besten gegeben. Gut, im Zeitalter von Justin Bieber und Britney Spears und weiß auch nicht wem, ist das nichts Besonderes, wenn man mit 8 Jahren zum ersten Mal auf die Bühne geht, sondern ist schon fast ein Spätzünder. Aber ja, so war das eben gewesen. Und mit 17 hat sie dann aber genug von Ravenshurst gehabt. Wahrscheinlich hat sie da gerade die Highschool abgeschlossen, nehme ich an. Und ist dann nach Seattle, gleich bei der Grenze zu Kanada. Und da hat sie dann auch ein paar Auftritte gehabt und ja, hat da so die ersten Erfolge eingesteckt. Da hat sie dann auch verschiedene Musiker kennengelernt und unter anderem waren da zwei Zwillingsbrüder, also ja, und die sind jetzt auch in ihrer Band drin. Ja. Dann 2000 hat sie sich dazu entschieden, ja, ich bringe jetzt ein Album raus. Hat sie dann getan, aber sie hat es eben auf eigene Kosten gemacht und ja, einfach damit sie mal ihre Songs auch hat, damit sie was in der Hand hat, wenn Leute was kaufen wollen. Und naja, jetzt kriege ich. Naja. Und 4 Jahre später, das war 2004, kommt doch glatt die riesen Plattenfirma Columbia an und fragt: Du, Brandy, wir hätten Lust, dich zu sponsoren und dich unter Vertrag zu nehmen. Und naja, also sie war natürlich sehr froh und hat dann gesagt, ja, natürlich. Und dann glatt noch was dazu, Grey's Anatomy, kennt ihr die Sendung, diese Arztserie? Ja. Die haben auch noch angefragt, ob sie ein paar Songs für diese Serie nehmen können. Und hat sie auch gesagt, ja. Und dann hat sie plötzlich mal die Taschen voller Geld gehabt. Ja, und das zweite Album, also ich kenne das zweite Album sehr gut und das heißt The Story. Und ist ein tolles, gelungenes Album. Und ich spiele jetzt mal ein Lied an. Und ich hoffe nicht, dass ich euch damit vergraule. Ich blende nachher noch natürlich noch den Link ein von Brandy. Original. Also bitte urteilt jetzt nicht nach meinem Gesang, aber ich kann ja hier keine Musik einspielen, sonst heißt es dann gleich wieder so. Sie greifen da, das ist nicht rechtlich nicht gestattet.
Deswegen spiele ich es mal kurz an, nicht? So. Have you ever wandered lonely through the woods? Everything that feels just as it should. You're part of life, a part of something good. If you ever wandered lonely through the woods. Weiter geht's, es ist alles gewollt, alles extra. Have you ever stared into a starry sky? Lying on your back, you asking why? What's the purpose? I wonder who am I? If you ever stared into a starry sky. Das ist jetzt, ich hoffe, ihr seid noch dran, ja, hallo. Also eben, ich blende nachher noch den Link ein und dann könnt ihr euch das Original anhören. Bitte tut das. So, jetzt habe ich noch einen Tipp Nummer 2 und der nennt sich Case Choice. Und die Band habe ich mal kennengelernt über eine amerikanische Brieffreundin. Und bis heute, bis dato, habe ich gedacht, dass es eine amerikanische Band ist. Aber, haha, Überraschung, es ist eine belgische Band und es sind zwei Geschwister. Und ja, besteht aus der Sarah und dem Gerd. Und die Sarah ist lesbisch und der Gerd. Also nur da, damit man hier, ne? Also damit hier nicht da was behauptet wird und so, ja. Die haben ganz tolle Lieder, finde ich. Und zwar das, was mir als erstes auch eingefallen ist, bei denen ist Not an Addict. Und jetzt habe ich mal gesucht, ob ich da die Akkorde finde von. Aber ich habe nichts gefunden. Und deswegen. Das ist heute ein Spaß hier. Also wie geht denn das nochmal? Genau. Ah ja. Geht so. I'm not an addict, it's cool. I feel alive. If you don't have it, you on the earth and sky. I'm not an addict, baby, that's a lie. Feel me, watch me as I'm falling down, down, free me. Jawohl, wunderbar. Das ist von Case Choice und da werde ich auch noch die Homepage und sowas einblenden oder unten als Link noch dran schreiben. Und ja, also die Case Choice, die hat einen ziemlich großen Erfolg in Portugal und in Norwegen, also im Norden und im Süden. In Amerika hatten sie auch großen Erfolg, allerdings waren sie in Portugal und in Norwegen in den Top 10 für längere Zeit und in Amerika hat sie sich auch ziemlich lang gehalten, in den Top 20, glaube ich. Ja. Das wäre so Case Choice und ich hoffe, euch gefallen die Musiktipps und macht es gut, ich hab euch lieb und bis nächste Woche, ja? Tschüss!